Willkommen zum neuen Video vom Automagazin Tuning Blog. Heute dreht sich alles um den Mercedes EQE 504-Matic. Ein spannendes Fahrzeug, das gerade in den USA mit einer neuen, größeren 96 kWh Batterie auf den Markt kommt. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. In den USA werden die Kunden ab dem ersten Halbjahr 2025 die technischen Änderungen des Modelljahres 2024-1, bekannt aus Deutschland, erleben. Damit hinken sie zwar ein wenig hinterher, da der deutsche Markt diese Neuerungen bereits seit einiger Zeit genießen kann, wie etwa die 118 kWh Batterie für die EQS-Limousinen oder die verbesserte Rekuperation. Auch die neu gestaltete Front des EQS ist in Deutschland schon erhältlich. Doch zurück zum EQE 504-Matic in den USA. Hier erhält die Limousine die besagte neue 96 kWh Batterie, während diese in Europa nur im EQE 350 Plus verbaut wird. Beim EQE SUV hingegen bekommen sowohl der 350 Plus als auch der 504-Matic die größere Batterie. Für den deutschen Markt bleibt es beim bekannten 90,60 kWh Akku im EQE 504-Matic. Warum das so ist, könnte an der Verfügbarkeit der Batteriezellen liegen. Aber genaue Informationen dazu gibt es nicht. Interessant ist die Frage, ob sich das ändern könnte, falls die Batteriezellenverfügbarkeit besser wird. Vielleicht bekommt der EQE 504-Matic in Deutschland später doch noch die größere Batterie? Eine weitere Homologation vor der Umstellung auf die EVA 2M-Plattform erscheint jedoch eher unwahrscheinlich. Mit der geplanten Umstellung auf die 800-Volt-Technik werden die Batteriemodule ohnehin anders verschaltet. Und auch die Motoren werden von den Siemens Valeo-Antrieben auf die eigenen IATS 2.0 Large-Motoren von Mercedes umgestellt. Spannend bleibt auch die Zukunft des EQE, besonders im Hinblick auf die rein elektrische C-Klasse, die Mitte bis Ende 2026 erscheinen soll. Der EQE hat mit seinem Kofferraumvolumen von 430 Litern eher C-Klasse-Niveau und durch die abfallende Dachlinie bietet er im Fond nicht den gleichen Komfort wie eine herkömmliche E-Klasse. Wenn die elektrische C-Klasse auf den Markt kommt, könnte es für den EQE also schwieriger werden, sich zu behaupten. Lediglich die verfügbare Airmatic und vielleicht eine bessere Akustik könnten dann noch als Verkaufsargumente dienen. Danke fürs Zuschauen. Vergiss nicht, ein Abo dazulassen, damit du keine spannenden News aus der Automobilwelt verpasst.